Freunde! Welcome back to the jungle und willkommen zu der nächsten Ausgabe von Pokémon. Denn wir besiegen hier die Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Die Nummer 3 von der Nuggetbrücke. Nummer 3. Ein Tenagger möchte kämpfen. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung gegen mich. Im letzten Part haben wir ja natürlich Gary besiegt und die Mondsteinhöhle durchkämpft. Haben ein Domfossil bekommen, was wir noch abgeben müssen irgendwann, wenn wir mal fliegen können. Und deswegen sollte das kein Problem sein. Unser Taubsi reicht Level 17. Wow. Ja dann, ja, von mir aus kannst du auch sterben. So, wir durchqueren jetzt hier die Nuggetbrücke. Oh, wir sind vergiftet. Na, jetzt ist eh zu spät. Wenn der ruckzuck nochmal trifft, kriegen wir nochmal Schaden. Und dann sind wir jetzt down. System of Down. Da werden wir jetzt unser Shilock einsetzen. Den kleinen Schluri. Als nächstes in der Nahrungskette drin hier. Ja, das ist natürlich alles kein Problem. Ne, wir möchten nicht wechseln. Super Schall, Shilock ist verwirrt. Es kann natürlich sein, dass er sich jetzt selber angreift. Aber das ist kein Problem. Das schaffen wir auch so, ne? Das schaffen wir auch so. Ja, jetzt kommt die Nummer 4. Die Nummer 4. Wieder eine Göre. Aquaknarre einfach locker flockig Aquaknarre raushauen und dann ist das Ding. Shilock erreicht Level 22. Nidoran weiblich wieder. Ja, das schaffen wir auch locker flockig hier. So. Ash besiegt die Göre. Und jetzt kommt die Nummer 5. The last but not least. Dich mache ich platt. Sagt er ganz klar und locker flockig. Aus dem Flow raus. Wollen wir ja mal sehen, ob er uns platt macht, der kleine Pfadfinder mit seinem einen Pokémon. Ein Mankey. Wow, ein Mankey. Ein Monkey. Muss ich mal erzählen, da war ich im Urlaub, war ich im Zoo. Und da war ein Engländer. Ja, ein Engländer oder ein Brite. Und die haben ja so eine schöne Stimme immer, so englisch, ne? Wenn die dann natürlich reden, dann ist das ja bei denen immer so, oh, oh, so hochnäsig, finde ich immer. Und dieser Junge hat wirklich... Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Wir haben natürlich jetzt einen Nugget erhalten. Möchtest du als Mitglied von Team Rocket das werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Jetzt müssen wir gegen den Rocket kämpfen. Auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben bin. Und zwar, wir waren vor einem Affenkäfig. Und die Affen sollte man nicht, weil die aus Tierhaltung oder sowas irgendwo oder Zuhausehaltung wurden die halt geschlagen oder sonstiges, waren halt aggressiv. Und dieser Junge hat gegen diesen Dings gehauen die ganze Zeit, gegen diesen Kasten, wo die Affen drin waren. Das sind natürlich völlig ausgerastet, war völlig on Rage Mode. Und dann hat natürlich dieser Junge die ganze Zeit gesagt, a monkey, a monkey, a monkey, wow, a monkey. Dieser Junge, der ging mir so um Keks. Mittlerweile habe ich schon 8-mal gewusst, dass da ein Affe drin war, ja. Weil er die ganze Zeit gesagt hat, a monkey, wow, a monkey. Never seen a monkey. Jungs, 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 ich sag euch, das war was, ey. Das war was. Ark, du bist gut. Bei deinem Können würdest du in Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss
Ja, klar, habe ich recht an, ne? Dann haben wir wieder ein Bällchen. Hallo? Ein TM45. Mal kicken, was das ist. Eine Donnerwelle. Ja, gut, das brauchen wir eigentlich nicht. In dieser Serie, in diesem Part haben wir ja keinen Pikachu. Ein Pikachu. Und wir werden jetzt natürlich gegen die Gegner hier kämpfen. Und es ist natürlich wieder ein Wanderer, glaube ich. Ein Wanderer, ja. Ein Macholo. Ja, dann setzen wir unsere Schiller natürlich ein. Aber ich sage euch, das war ein echt schöner Zoo. Wenn ihr mal alle auf Fuerteventura seid, dann besucht auf jeden Fall den Zoo. Unterhalb im Süden. Ein sehr, sehr schöner Zoo, sehr großer Zoo, wirklich zu empfehlen. Kann ich euch nur nahelegen, Freunde. Den ersten haben wir schon besiegt. Unser Shilluk erreicht Level 23. Wir müssen mal dran denken, dass unsere Radfratz auch natürlich leveln. Denn wir gehen jetzt ja eigentlich schon weiter. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Nein, ich möchte zu Bill. Ich möchte zu Bill. Ein Onix, ja, diese Wanderer, die schaffen wir natürlich mit ihren Kleinsteins und Großsteins und Shilox und Turtox und Amenakoidims und Onixes. Mit unserer leften Hand. Das war natürlich nichts, ne? Das war nichts, das ging schnell. Locker flog ich vom Hocker wieder. Ja, so ist das. Du kleiner Tenaga. Du kleiner Tenaga. Aquaknarre auf Radfratz. Mit one shot, two shot, three shot, four. Take a bottle to my hand and one fucking more. Ein Habitag hatten wir auch noch nicht gesehen. Ein Habibi. Und wir sollten natürlich mal unsere Pokémon wieder heilen, damit wir ein bisschen höher sind. So, jetzt nehmen wir mal unser Radfratz als erste Stelle. Damit wir den schnell switchen können. Ich habe in Orania City auf meinen Papa auf der MS Anna eine Party besucht. Schön für dich, Alter. Wer bist du denn? Bist du bestimmt wieder ein Teen Agger? Ja, aber doch klar, du bist erst 12, du Teen Agger. Minimum mit deinem Fleckmon. Das ist natürlich jetzt Aquaknarre, macht jetzt natürlich nicht so den Bongo-Mongo-Schaden. Und Konfusion macht natürlich jetzt alle Blatt hier. Das war klar. Tut mir leid, Radfahrt, tut mir leid. Und wir müssen unseren Shilluk nehmen. Unseren Shilluk. Boah, fuck, ey. Konfusion. Ist natürlich nicht effektiv, weil Fleckmon auch ein Wasser-Pokémon ist. Und ich glaube, wir werden gegen den Tenaga sterben. Einen kleinen Durch. Gegen den werden wir sterben. Ah, fuck. Okay, wir sind am Arsch. Wir sind fett am Arsch. Ja, tut mir leid. Jetzt sind wir natürlich wieder in Ohnmacht gefallen. Aber jetzt können wir unser Taubsi noch an erster Stelle. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben trotzdem die Pokehöhle, die Nuggetbrücke, Pokehöhle, ja. Die Nuggetbrücke geschafft. Und können natürlich jetzt hier locker flockig einfach langlaufen. Wollen wir mal gucken schnell, was hier so drin ist. Was hier so rumflucht. Flur angenommen. Ja,
Dieses Drecksding will ich eigentlich nicht haben, ey. Ich warte alles auf meinen Nidoran. Wenn wir erstmal gegen die kämpfen hier. Gegen den Ten Agger später. Ein Nidoran männlich. Wow. Und es schneit immer noch draußen. Verfluchte Hölle, ey. Das ist echt krass heute, wie es schneit hier. Ganz Deutschland zugefroren und zugeschneit. Leise rieselt der Schnee. Nidoran weiblich. Nidoran weiblich. Heuler. Ein Heuler. Der geht bestimmt, ich wollte schon sagen, der geht bestimmt wieder daneben. Aber da haben wir Glück gehabt. Unser Taubsi erreicht Level 17 immer noch. Wir haben immer noch Level 17, der Kleine. Hier ist wieder ein Wanderer. Ich bin auf dem Weg zum Pokémon-Sammler. Zu Bill oder was? Zu Bill? Der kleine Wanderer hier, der kleine Lurch. Kleinschein. Ist natürlich jetzt. Da müssen wir natürlich jetzt unseren Shilluk einsetzen. Einerseits, um den zu leveln. Andererseits, um die auch schneller tot zu kriegen hier. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Komm, mach mal unser Radfratz. Schicken wir mal einen Kampf einfach, um alles wieder gut zu machen. Und dann tauschen wir wieder auf unser Shilluk. Von mir aus keinen Artikel machen, der kleine Mann. Das soll er schaffen. So. Ein Macholo. Nee, den machen wir jetzt mal so platt. Im letzten Pokémon wechseln wir mal wieder. Ne? Ja, im letzten. Oh, Karateschlag. Ja, sehr schön, ne? Eine Tricky Adoggy. Level 24. Super. Bis zu lernen. Ja, alles klar. Welche Attacke soll vergessen werden? Rutenschlag. Das war natürlich immer hier damals diese krasse. Das war krass. Da hat man irgendwas aus Versehen weggemacht. Ey, dann war man am Arsch. Wenn man alles hier auf weiter geklickt hat. Man hat ja eh immer gelesen, aber trotzdem. Da hat man einen zu weit geklickt und da musste man immer vorsichtig sein. Da war es nämlich vorbei sonst. Ach, der kann ja auch Aquaknarre. Stimmt. Der zockt natürlich jetzt auch ein bisschen was. Ein Ekler. Ich schaff der Radfratz auch eine Konsolöne hier. Denn er erreicht Level 9. Geil. So. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Mal gucken auf der Karte. Kraftwerk. Mhm. Machen wir die noch schnell. Die Kleine. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Schön für dich. Du hast so ein tolles Smartphone. Ich bin so neidisch. Du kleine Göre, du. Möchtest mit mir kämpfen und setzt einen Mirabla ein. Mach ich mal fetten Ruckzuck-Hieb, hau ich raus hier. Und das war klar, dass so ein Absorber einsetzt. So. Die kleine Cow von Malibu. Komm, das schaffst du schon. Ah, das war der Klinge hier.
Mhm. Natürlich möchten wir tauschen. Die Staubsi sieht in der Pokémon Gelb so süß aus. Aber jetzt sieht es so hässlich aus hier. Schafft man auch natürlich mit einem Schlag, ne? Wieder ein Mirabla. Ach komm, da setzen wir unser Radfratz mal wieder ein. Sollte eigentlich das Radfratz auch schaffen, ne? Aquaknarre bringt ja, glaube ich, nicht ganz so viel. Probieren es einfach mal. Ja, nächsten natürlich, ne? Es war ein Volltreffer gewesen, aber hat nichts gezuckt. Oh. Oh, da war nix. Wenn er jetzt natürlich den Absorber macht. Ich würde sagen, ich change lieber. Den tauschen wir lieber mit dem. Den tauschen wir lieber mit dem. Als Biss raushauen, Attacke gegeneinander nehmen. Komm schon. Ja. Radfratz erreicht Level 10. Wie süß. Und wir erhalten wieder ein bisschen EP. Und the Taubsi entwickelt sich. Wow. Look at that amazing. Look at you. Ein Tauboga. Geil. So, wir werden jetzt noch gegen den Schorsch kämpfen hier. Gegen den Choji. Gegen den kleinen Tenaga. Wir haben ja immer noch eine Rechnung eigentlich offen mit dem Tenaga. Was so, so cool aus dieser Tauboga mit seiner Frisur. Das war damals die Revolution. Der hat nämlich alles vorgemacht, wenn ihr die ganzen Leute heute seht, wie die Frisuren haben. Tauboga hat es vorgemacht. Tauboga, der kleine Schlurri hat es vorgemacht. Ja, da setzen wir nämlich unser Radfratz ein. Der kann nämlich Aquaknarre. Ich hoffe, dass wir als erstes angreifen. Ja. Und bringt natürlich nichts. War klar. Scheiße. Tut mir leid, mein Ratzfratz. Da setzen wir unseren Tauboga ein. Tauboga. Tauboga, der macht das schon. Er reißt das Ding in den Kratzer wieder. Zieht uns 6 KP. Die Attacke von ihm schlug fehl. Und da haben wir ihn geschafft, den kleinen Mann. Den kleinen Tenaga. So. Jetzt haben wir den Josh hier noch. Den kleinen Josh Nichols. Ich habe eine Freundin. Mir egal, ob du eine Freundin hast, ey. Bro. Bleib mal locker. Bleib mal auf dem Hocker. Kleiner Pfadfinder. Und 2 Pokémons. Radfratz. Alter, ich bin 4 Level höher als du. Oh, kein Schiss hier. Oh, ruckzuck hieb. War jetzt natürlich nicht gut. War. Aber ja, das schaffen wir auch so noch. Natürlich jetzt eine gute Frage, ne? Wir werden natürlich jetzt wahrscheinlich sterben. Aber naja. Egal. Oh. Was? Das hätte ich nicht vermutet, ey. Level 19. Geil. Ash besiegt den Pfadfinder und dann können wir... Ach so, ein Mist. Mir egal. Bro, mir egal. So, jetzt dürfen wir... Oh, ich liebe dich. So, dem Kollegen geben wir nochmal einen Kraftpunkt. Und den geben wir nochmal. Dann werden wir unseren Erzrivalen besiegen, der natürlich stärker als Gary ist.
Schön für dich, du bist nämlich ein Partygänger. Dich will ich nicht schauen, du kleiner Mann. Du kleiner Schlori, du. Also, Fleckmon. Deswegen brauchen wir unser Taubsi. Da macht nämlich Konfusion, hauen uns hier weg, ey. Das ist natürlich jetzt nix. Konfusion wieder. Konfirmation macht er wieder mit uns. Ich hoffe jetzt nicht, dass er sich selber verwirrt und haut. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Glück im Unglück. Komm, das schaffst du. Tauboga, ich glaube an dich. Ist nicht mehr verwirrt. Windstoß haut er raus. Konfusion. Das werden wir jetzt einmal noch überleben. Oh. Den haben wir. Den Fleckmon. Und das war's auch schon. Das war ja easy going, ey. Ich bin nicht sauer. Schön für dich. Dann haben wir alle besiegt. Alle Lurchs. Und gehen runter ins Pokémon Center. Um uns mit Kräften voll zu tanken. Ich finde, so ist irgendwie schärfer, oder? Also. Na egal. Ich will mal kurz so, ne? Und dann würde ich sagen, kämpfen wir in der nächsten Folge mit Misty oder gegen Misty. Nicht mit, sondern gegen. Ja, genau, gegen. Heilen noch schnell die Pokémon. Dann setzen wir uns fertig hier in die Bank. Hier sind wir nicht topfit hier, die Pokémon. So, dann saven wir mal einmal ab. Und dann war es das nach 2 Stunden und 9 Minuten den ersten Orden. Ich bin zwar langsam, aber naja, ob da der Spielspaß zählt, ne? Bis demnächst, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen oben da oder sonstiges einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis demnächst, haut rein, euer Julian. Tschüssi.